Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession, ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Ariala, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Erstmal möchte ich diese Engel erwähnen hier. Die Mitte ist ein Engel, das ist dein persönlicher Schutzengel, herrschte in dem Tag, wo du geboren bist, heißt Engel Nanael und hat nach Kabbala die Zahl 53. Engel Nanael ist Engel, der mit Gott spricht. Ein besonderes, strahlendes, lichtvoller Engel bringt in dein Leben inneren Frieden, Glück und Lebensfreude. Ein guter Umgang mit anderen Menschen hilft dir bei Augenleiden oder zeigt dir dein Augen öffnen auf die Wahrheit oder dass du auf dem Wesentlichen konzentrieren kannst, stärkt dein Sehvermögen, begleitet dich bei spirituellen Weg und lernt dich kommunizieren mit Gott, vermittelt Botschaften durch Meditation. Und jetzt zu diesem Bild. Dieses Bild symbolisiert dein Geburtshoroskop. Das ist bildhaft dargestellt, zeigt dein Geburtshoroskop. Und dieses Bild bleibt, weil das ist wie ein Momentaufnahme in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, so hat die Sternenhimmel in diesem Augenblick über dir erschienen und das ist wirklich wie ein Momentaufnahme und das ist einzigartig, weil das ist dein Seelenplan, diesem Lebensweg hat deine Seele ausgesucht hat. Die Lebensbereiche sind für dich wichtig, wo die Planeten, Sonne und Mond sich befindet. Wichtiger Lebensbereich ist deine Werte, dein Selbstwertgefühl und die Finanzen. Ein wichtiger Lebensbereich ist dein Zuhause, ein Halt bekommen im Leben. Wichtiger Lebensbereich ist Arbeit, Gesundheit. Wichtiger Lebensbereich ist Liebe, Partnerschaft. Wichtiger Lebensbereich ist das Loslassen, die Erneuerungsprozesse. Wichtiger Lebensbereich sind deine Wünsche, deine Hoffnungen, aber auch Freundschaften. Ein wichtiger Lebensbereich ist die Geheimnisse des Lebens zum Erkennen und Verstehen. Ein Geburtshoroskop bleibt, da ändert sich nichts. Was sich aber ändert, das bist du, weil du machst Lebensschritte in 7 Jahren Perioden. Das heißt, alle 7 Jahre bewegen wir uns in einen anderen Boden, andere Themen sind wichtig, andere Einflüsse haben wir. Dieses Jahr und nächstes Jahr bewegst du dich auf dem Boden der Tierkreiszeichen wieder. Dann brauchst du Kraft und Mut, dich zum Behaupten. Dann gibt es immer wieder Neuigkeiten, was dich begeistert oder Neuanfänge in dein Leben. Dann übergehst im nächsten 7-Jahre-Periode und das wird dann die Stiere sein, wo du das Leben genießen kannst und machst das gemütlich und kümmerst um das Besitz. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei dieser Bewegung ist gar nicht die Bewegung die Sonne, sondern die Bewegung unserem Planet Erde.
aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne die Bewegung macht. Und die lösen etwas aus in Horoskop. Ich starte mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem und Pluto befindet sich im Schütze. Das löst bei dir etwas aus zur Zeit und das ist dein Zuhause. Das kann natürlich bedeuten, dass hier wohnliche Veränderungen gibt. Bedeutet aber auch, wie wichtig das ist, Rückzug, zu Hause zu sein, ausruhen, damit du die innere Kraft verspürst, bedeutet auch dein Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Manchmal kommen vielleicht solche Momente, wo du das Gefühl hast, du bist entwurzelt, du verlierst den Halt des Lebens, aber dann vertraue deiner inneren Kraft, weil genau das, was dir Halt gibt. Neptun bewegt sich im Wassermann und zeigt erstens deine Kreativität in die Arbeit, zweitens lebt deine Träume beruflich. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist im Widder. Die Zeit ist dieser Monat, April 2019. Damit starte ich jetzt. Also April 2019. Uranus ist im Widder. Hier kommen die Umbrüche, Veränderungen. Das kann auch Investitionen sein, dann die Finanzen, auch erbschaftlichen Themen oder die Wandlung deiner Selbstfindung, dass du da innerlich was veränderst. Saturn bringt etwas in Form, beeinflusst unserem Schicksal. Bei Saturn Einfluss kommen schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen auch. Saturn ist im Schütze, beeinflusst deine Wohnsituation. Jupiter vermehrt etwas und bringt auch Chancen, Möglichkeiten, Glück. Jupiter ist auch im Schütze im April. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Stier auf einer Reise und das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt und machst eine Reise oder eine innere Reise. Weil das gibt dir die Kraft. Mars bedeutet auch eine männliche Person. Und hier hast du die Chancen, mit diesem Mann zu begegnen. Entweder in einer Schulung oder im spirituellen Bereich oder auf eine Reise. Venus ist die Planet der Liebe, aber zeigt dich als Frau, deine Weiblichkeit. Und Venus befindet sich am April im Wassermann und das löst entweder aus, dass du als Frau wahrgenommen bist im Bereich Arbeit, kann bedeuten, dass du sehr kreativ bist zurzeit und arbeitest in diesem Bereich, kann auch bedeuten, dass du jetzt die Arbeit schön empfindest oder du hast eine Verbindung zu einer Kollegin. Merkur zeigt Handlungen, Terminen, vielleicht auch sogar Verträge, Gespräche. Merkur befindet sich auch im Wassermann und das heißt Gespräche über Arbeit, Gespräche bei Arbeit oder ein Arbeitsvertrag oder Wissen. Vermitteln, Wissen aneignen, das kann auch Schulungen sein, wo du dann beruflich dich weiterentwickeln kannst. Sonne zeigt die Monatsthema und das ist in Fischen. Monatsthema ist bei dir Liebe, Partnerschaft. Rückläufigkeit bedeutet, entweder
dass das gebremst ist, ist alles so zäh, geht nichts voran. Aber das hat auch eine Wichtigkeit, dann sollen wir noch abwarten oder zurückhaltend sein oder noch etwas überprüfen. Oft hat diese Rückläufigkeit mit karmischen Themen etwas zu tun oder mit Vergangenheit etwas zu tun. 11. April wird Jupiter rückläufig und das heißt entweder nichts übertreiben oder die Chancen, die Möglichkeiten überprüfen, welche Entscheidungen sind für uns wirklich richtig. Oder dass jemand meldet sich von Vergangenheit und dadurch kommt auch Glück in unserem Leben, mehr Chancen, Möglichkeiten, also als Unterstützung wirkt. 25. April wird Pluto rückläufig. Bei Pluto-Energie handelt es sich um Loslassen, von etwas verabschieden, kündigen oder trennen. Und hier die Nachdenklichkeit, wovon sollst du verabschieden, trennen, kündigen? Und 30. April wird Saturn rückläufig. Und das heißt, wenn du in dein Schicksal was verändern möchtest oder willst etwas in Form bringen, dann überprüf noch etwas oder überleg, was war in Vergangenheit. Du sollst noch etwas aufräumen. Und im Augenblick geht das nicht so voran, wie du das wünschst, aber das hat auch einen Sinn. All diese Themen erlebst du hier im Schütze und das hat eine Auswirkung auf deine Herkunft, auf deine Wohnsituation oder die Basis, die Fundament. Entweder hat das mit deinen Gefühlen was zu tun, wo du das Gefühl hast, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen, oder hat mit etwas zu tun, was du gerade gründen möchtest und brauchst diese Basis, dieses Fundament. Die Mondposition. Ich kann das nicht jetzt jeden Tag beschreiben, sonst wäre diese Aufnahme zu lang, aber Halbmond, Vollmond, Neumond, das möchte ich schon beschreiben. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. Halbmond löst aus Unsicherheit, Spannung, Nervosität und das in Zwillinge und das erlebst du hier in diesem Bereich und das heißt entweder du hast das Gefühl, du bist nicht richtig wahrgenommen, du bist übersehen oder möchtest du etwas sichtbar machen, das wird nicht akzeptiert oder hast du Spannung in Arbeit. Oder hast du Ziele und das erscheint momentan so schwierig zu sein, deine Ziele zu erreichen. 19. April ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas und das sollen wir auch hinschauen. Also sollst um deine Werte oder um die Finanzen genau hinschauen. 26. April ist Halbmond im Steinbock, wieder Spannung, Nervosität, Unsicherheit, entweder mit den Kindern oder du brauchst diese spielerische Art, Lebensfreude und ist aber alles so anstrengend, dass du das gar nicht wirklich verwirklichen kannst. Mai 2019. Merkur und Venus ist in Fischen und Sonne ist im Widder. Merkur, Venus, hier fließt die Liebesenergie, kommt auch zum Gesprächen. Du erlebst es in die Liebe, Partnerschaft. Monatsthema ist hier im 8. Lebensbereich. Das sind Themen wie Erbschaft, Themen mit Ämtern, Themen mit Loslassen oder Themen Sexualität. Das kann Sonne hier im Widder im 8. Lebensbereich aktivieren. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation im Widder.
Die Themen sind das gleiche, entweder Themen im Erbschaft, da nachdenklich zu sein oder Ämter noch etwas überprüfen oder Investitionen, dann die Finanzen nochmal ganz genau überlegen, überprüfen oder Thema das Loslassen, was sollst du loslassen, da mal Gedanken machen. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, wieder Spannung, Nervosität im Freundeskreis oder wenn du Wünsche hast, dann fangst anderen zu zweifeln. 18. Mai ist Vollmond im Waage, das wird wieder beleuchtet, genau hinschauen, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Finanzen, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder Thema Kinder, inneren Kind, Kindheit kann diese Erinnerungen auch bremsen, unsicher machen oder dass du verspürst die Lebensfreude und dann bist du doch zu streng, dass du das nicht genießen kannst, das kann natürlich auch auslösen. Juni 2019, Mai 2019, das habe ich übersehen, Mai 2019 kehrt Jupiter zum Skorpion zurück mit dieser Rückläufigkeit und hier hast du dann die Chancen, Möglichkeiten, dich behaupten gegen Verwandten oder Konkurrenten, Rivalinnen, aber bedeutet Jupiter auch Weisheit, Wissen aneignen, vermitteln und auch aktiv sein im Internet, Medien. Juni 2019, Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Reisen, Schulungen, Prüfungen, Spiritualität. Venus ist im Widder. Hier ist die Wandlung und das heißt, zu deiner Weiblichkeit zu stehen. Auch Thema Sexualität kann natürlich auch in diesem Zeitpunkt aktiv sein. Und Mars ist im Zwillinge. Und das heißt, du setzt deine Kraft ein, beruflich zu behaupten, Ansehen zu bekommen. Kann auch bedeuten, dass du dich wehrst und so bekommst du Respekt. Oder setzt du deine Kraft ein, deine Berufung zum Leben. Außerdem ist Mars auch männliche Energie, symbolisiert oft ein Mann. Und hier hast du Begegnung mit einer männlichen Person. 22. Juni wird Neptun rückläufig hier im Wassermann. Neptun zeigt unseren Träume und bei dieser Rückläufigkeit entweder bremst das noch deine Träume zu verwirklichen oder kommen Erinnerungen, vielleicht Kindheitserinnerungen, wo du denkst, oh, das war in meiner Kindheit schon mein Traum, jetzt endlich kann ich das verwirklichen. Neptun ist der Planet für Künstler und da kann auch Erinnerungen kommen oder Kontakte von Vergangenheit, die dich inspirieren in diesem Bereich. 3. Juni ist Neumond im Stier und das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit über eine Reise oder innere Reise, Meditation. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Nervosität, Unruhe und dann ist es gut, Rückzug, die Ruhe bewahren, auch wenn alle anderen so hektisch sind, halte dich zurück. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, diese Themen werden hier beleuchtet, dich zu behaupten gegen deine Konkurrenten, Rivalinnen und auch aktiv sein in Medien, etwas Neues lernen, etwas Neues entdecken, das wird beleuchtet. Und 25. Juni ist Halbmond in Fischen, wieder Unsicherheit, was die Liebe, Partnerschaft betrifft.
oder Spannung in Partnerschaft. Juni 2019 passiert was Wichtiges, Interessantes. Ketu ist die karmischen Knoten. Ketu ist die Drachenkörper und zeigt Vergangenheit, Erinnerungen. Ketu bewegt sich zur Zeit im Tierkreiszeichen Schütze. Ganzes Jahr ist im Schütze und auch 2020 auch noch. Und hier aktiviert bei dir alte karmischen Themen, Erinnerungen. Und Rahu, dieser Drachenkopf, wo die neuen Weg zeigt oder Ausweg zeigt, Rahu ist ein ganzes Jahr in den Zwillingen und nächstes Jahr auch noch. Hier aktiviert deine Berufung. Thema Berufung, Thema Ansehen, Thema Anerkennung und auch deine Ziele zum Leben. Also hier in diesen beiden Bereichen hast du karmischen, also Themen, was diese karmischen Themen aktiviert jetzt, diese karmischen Knoten aktiviert jetzt. Und Juni passiert was Besonderes. Ketu, was die alten Karma aktiviert, ist im Schütze. Saturn ist rückläufig, hat auch alten karmischen Themen was zu tun. Und Saturn hütet die Karma. Und Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Die bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Das heißt, sie treffen sich im Schütze und wirken zusammen. Man kann die gar nicht trennen, weil sie zusammenwirken. Und da löst Vergangenheit alten karmischen Erinnerungen aus im Schütze. Und das erlebst du hier in Wohnsituation oder das, was mit deiner Herkunft was zu tun hat oder mit Traditionen was zu tun hat, was mit deinen Ahnen was zu tun hat oder Themen wie, wo bin ich angekommen, wo fühle ich mich verwurzelt, verankert, ich brauche diesen Halt in mein Leben und das kann auslösen, dass deine Wohnsituation sich ändert, weil hier auch die karmischen Knoten bewegt sich, hier wo die Berufung liegt, das kann auch bedeuten, dass du durch beruflichen Gründen wohnlich veränderst. Juli 2019 Mars ist im Krebs. Das kann bedeuten, dass du Wünsche hast, Hoffnungen hast und da setzt deine ganze Kraft ein, das zu erreichen. Kann auch bedeuten, dass im Freundeskreis, Bekanntenkreis begegnest du mit einer männlichen Person. Merkur ist auch hier, das sind Gespräche, Kommunikation, aber kann auch Verträge bedeuten. Die 11. Lebensbereich bedeutet auch eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Verein. Und Mars ist Bewegung, oft hat mit Sport was zu tun. Das ist auch möglich, dass du in einen Sportverein dich anmeldest und hier mit dieser Merkur-Energie, dass du da Termin hast oder einen Vertrag unterschreibst. Sonne befindet sich in Zwillinge. Venus auch in Zwillingen. Monatsthema ist dein Venus-Energie, natürlich Venus, du als Frau, dass du wahrgenommen bist, dass du Bewunderung bekommst und Respekt und Anerkennung bekommst, aber auch dich als Frau mal auch, dass du wahrgenommen bist. Nicht nur das, sondern auch deine Berufung leben. Das ist auch ein Monatsthema. Und diese Venus-Energie heißt entweder, dass du kreativ bist und lebst deine Berufung oder dass du mit einer weiblichen Person kontaktierst und unterstützt dich
dass du deine Berufung leben kannst oder bringt dich zu neuen Ideen oder bekommst du Lob, Anerkennung von dieser Frau. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge. Das bedeutet für dich Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Was sind deine Ziele? Wie erreichst du deine Ziele? Wer gibt dir Anerkennung? Wer respektiert dich? Und wo liegt deine Berufung? 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Das ist eine gewisse Unsicherheit, unsicheres Auftreten. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Und das hat auch mit karmischen Themen was zu tun, bei jedem Mondfinsternis. Und das wirkt auf deine Wohnsituation. 25. Juli ist Halbmond in Fische, bist unsicher, was die Liebe betrifft oder entsteht eine gewisse Spannung. August 2019. Merkur ist in Zwillingen. Das sind Gespräche, Termine, Verhandlungen im beruflichen Umfeld. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist deine Hoffnungen, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Mars und Venus ist die zwei Liebesplanet, also Thema Liebe natürlich. Und hier im 11. Lebensbereich sind das deine Wünsche, deine Hoffnungen. Die Sonne zeigt, wie wichtig das ist. Als Monatsthema, aber kann auch um Freundschaften handeln. 12. August wird Jupiter direktläufig. Das heißt, endlich hast du mehr Möglichkeiten, Chancen, vermehrt sich etwas. Und das sind die Kontakte oder dein Wissen. 12. August wird Uranus rückläufig. Das sind die Veränderungen, was eventuell eine erbschaftliche Situation betrifft oder Investitionen oder Terminen mit Banken, aber bedeutet auch die Erneuerungsprozesse, das Loslassen und dieser rückläufige Uranus bedeutet Vergangenheit, dass du mit Vergangenheit abschließen sollst oder alles, was du mitschleppst in dein Leben und hat mit deiner Vergangenheit was zu tun, dass du das loslassen kannst. Und die ämtlichen Themen, die gehen nicht voran. Das ist alles dann zu schleppend, zu zäh. 1. August ist Neumond im Krebs. Das heißt, nachdenklich sein, was sind deine Wünsche, deine Hoffnungen. Oder nachdenklich sein, wer sind deine wahren Freunde, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. 7. August ist Halbmond im Waage, hat mit Werten, mit Finanzen was zu tun. Es ist Spannung, nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Das bedeutet Thema Kinder oder dein inneren Kind oder deine schöpferische Kraft oder dein Leben genießen. 23. August ist Halbmond im Widder und das ist wieder Spannung mit Ämtern oder in einer rechtlichen Lage, besonders wenn es um Erbschaften geht. 30. August ist Neumond im Löwe, das ist Rückzug hier, Neumond auch, gerade hier im 12. Lebensbereich ist es auch wichtig, dieser Rückzug, diese Nachdenklichkeit oder meditative Haltung. Und dieser 30. August ist wichtig, weil wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist dieser königliche Stern, Stern der Könige. Und Regulus ist der Herz der Löwen. Und das ist wichtig, das Herzöffnung, Rückzug, Meditation, das Herz zum Öffnen. Wie ein Schatztruhe, mal schauen, was da alles drin ist. Was sind für dich wertvoll, was liebst du?
Und dann kannst du das als Ziel setzen, all das in Besitz zu nehmen, erreichen deine Ziele. September September 2019, Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und hier liegen die Geheimnisse. Bei Mars und Venus handelt es sich um Liebesangelegenheit. Bei Merkur handelt es sich um Gesprächen. Die Sonne gibt die Licht, die Wahrheit. Du wirst die Wahrheit erfahren. Oder jemand erzählt dir ihre oder seine Geheimnisse, was die Liebe betrifft. Und du erkennst es. Oder du durchschaust es alles. Aber bedeutet auch, wenn du deine Geheimnisse hast bezüglich auf die Liebe, Partnerschaft, dann schweige. Schweige, weil wenn du das erzählst, und das ist die Merkur-Energie, das ist Kommunikation, Mars, Venus natürlich über die Liebe, dann wird das weiter erzählt, weil die Sonne bringt das ins Licht. Das heißt, lieber schweigen. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung, kommt alles in Bewegung, beeinflusst dein Schicksal. Bereich ist die Wohnsituation oder etwas, was du gründest. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das bedeutet eine gewisse Spannung mit Verwandten oder Bekannten oder im Internet, in Medien. 14. September ist Vollmond in Wassermann, da beleuchtet etwas und das ist deine Gesundheit oder deine Arbeit. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung auf eine Reise oder Prüfungen, wenn du Schulungen besuchst, dann ist vielleicht die Unsicherheit da, ob du diese Prüfung bestehst, ja oder nein. Diese Prüfung kann auch die Schule des Lebens sein. Du hast das Gefühl, du stehst gerade in einem Prüfstand oder Richtung Spiritualität, wo du unsicher bist. Ja, welche Richtung sollst du dich bewegen? Am 28. September ist Neumond im Löwe und es ist wichtig für dich, der Rückzug. Halte dich von allem aus. Sei im Rückzug oder sei nachdenklich, meditiere über etwas. Bei hier im Löwe handelt es sich natürlich um deine Selbstdarstellung, aber auch, was möchtest du erreichen, was ist dein Herzensangelegenheit. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist deine Persönlichkeit, dein Selbst, aber auch mit Mars-Venus-Energie, auch die Liebe, Partnerschaft. Und Merkur ist im Waage. Was löst hier Merkur aus? Entweder gibst du Geld aus für Schulungen oder Bücher, oder kümmerst um die Buchhaltung, kümmerst um die Finanzen oder hast du Terminen, Verträge, das hat mit Finanzen was zu tun. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Entweder spürst du die Unsicherheit und ist wichtig zurückziehen, zu Hause bleiben, die Ruhe bewahren. Oder irgendwas ist in die Wohnung, eine kleine Reparatur zum Beispiel. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, das wird beleuchtet und das ist die liebe Partnerschaft. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge. Entweder hast du das Gefühl, dass du bist nicht richtig wahrgenommen oder andere
benehmen sich unmöglich und das findest du respektlos. Kann auch bedeuten, dass Spannung im Arbeit ist. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das heißt, sei eher zurückhaltend und nachdenklich auch über dein Aussehen. Das hat mit Aussehen auch was zu tun, dein Auftreten, über deine Persönlichkeit. November. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Mars ist im Jungfrau, das heißt, du zeigst Kraft, kannst du dich behaupten oder machst du Sport, Bewegung oder hast du eine Verbindung zu einer männlichen Person und das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit zurzeit. Und Merkur, Venus ist im Skorpion und das kann für dich bedeuten, dass du dich behauptest gegen Konkurrentinnen und Rivalinnen, aber bedeutet auch, dass du Kontakt, Gespräch hast mit einer Frau und du lernst von dieser Frau etwas oder sie lernt von dir einen gewissen Austausch von Wissen, Informationen. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Das kann natürlich bedeuten, dass hier kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Bekommst du eine Nachricht, womit du gar nicht gerechnet hast. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. Und da bewegt sich etwas in dein Leben, weil du lebst dein Traum, deine Vorstellung, was die Arbeit betrifft. Neptun-Energie hier im Bereich Arbeit. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Eine gewisse Spannung mit Kindern oder diese Spannung kann auch sein, dass du möchtest das Leben genießen, diese Lebensfreude und dann ist alles so anstrengend. 12. November ist Vollmond im Widder. Da wird etwas klarer sein, was möchtest du verändern, was sollst du loslassen, verabschieden oder die endlichen Sachen kommt Klarheit. 19. November ist Halbmond im Krebs. Und das bedeutet entweder Spannung im Freundeskreis oder dass du Hoffnungen hast und in dem Moment zweifelst du daran. 26. November ist Neumond im Waage. Nachdenklich sein über die Finanzen, aber auch über deine Werte und halte die Geld zurück. Nicht ausgeben, sondern eher sparen, das Geld bewahren. Dezember 2019. Sonne ist in Skorpion. Monatsthema ist die Verbindung zu Verwandten, Nachbarn, Bekannten. Monatsthema ist Schulungen, Wissen aneignen, Wissen vermitteln, ein gewisser Austausch, aber auch Informationen oder aktiv zu sein im Internet, im Medienbereich. Mars und Merkur ist im Waage. Das hat mit deinen Werten was zu tun. Und das kann auslösen, dass eine männliche Person gibt dir Wertschätzung oder du verlangst diese Wertschätzung und ihr werdet darüber sprechen. Merkur ist auch Kommunikation. Oder kann auch bedeuten, dass die Mars gibt dir den Impuls, mach was, mach eine Schulung oder kauf Bücher und da gibst du Geld aus. Venus befindet sich im Dezember im Schütze und das trifft deine Wohnsituation. Entweder bekommst einen Besuch von einer weiblichen Person oder du verschönerst zu Hause etwas. Januar 2020.
Mars ist im Skorpion. Das kann eine Verbindung sein mit einer männlichen Person, jemand von Verwandten, Nachbarn oder durch Internet, Internetkontakte. Kann aber auch auslösen, dass du dich hier behaupten musst und zeigst du Kraft und wehrst du dich. Hier handelt es sich um Konkurrenten, Rivalinnen. Venus befindet sich im Steinbock und das zeigt, wie wichtig das wäre, diese jugendliche Ausstrahlung, die Lebensfreude, das Erleben in die Liebe, Partnerschaft oder die Verbindung zum Kinder, Jugendlichen und das ist eine weibliche Person. Sonne, Merkur und Jupiter sind im Schütze. Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Und das bedeutet, du hast Chancen, Möglichkeiten, dich vergrößern, wohnlich oder verändern, bringt dir Glück in Wohnsituation. Oder wenn du etwas gründest, dass du das wirklich aufbauen kannst oder vergrößern kannst. Februar 2020, Mars bleibt in Skorpion. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Kinder, dein inneren Kind, deine schöpferische Kraft, deine Lebensfreude zum Leben. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Und das bedeutet entweder Gesprächen, Terminen im Thema Arbeit oder Gesundheit, dann Verbindung zu einer weiblichen Person, das wäre die Venus-Energie, kann aber auch bedeuten Liebe im Arbeitsplatz oder Liebe im Gesundheitsbereich. Natürlich kann das auch auslösen und hier Terminen, Gesprächen, das ist die Merkur-Energie. Kann auch auslösen, dass du einen Arbeitsvertrag bekommst, das wäre Merkur und die Venus gibt dir Glück oder dieser Arbeitsvertrag kommt von einer weiblichen Person. Kann auch auslösen, dass die Bereich Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit ist, das wäre auch Venus-Energie. März 2020, Jupiter bleibt hier im Schütze und gibt dir grünes Licht, wenn du etwas gründen möchtest oder wohnlich verändern möchtest. Und diese Jupiter-Energie, was dir auch Glück bringt, bleibt ganzes Jahr hier im Schütze. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Arbeit. Und Gesundheit, da kommen auch Gespräche oder Termine oder Verträge. Saturn und Pluto ist im Steinbock und sie bleiben ziemlich lange hier. Und hier kommen karmische Themen mit Saturn-Einfluss und hier wird richtig aufgeräumt. Das sind Kindheitserinnerungen, dann auch Lernen, das Leben schöpferisch, kreativ gestalten. Du lernst in den kommenden Jahren das Leben zu genießen und nicht immer alles zu streng nehmen. Mars ist im Schütze und das kann bedeuten, dass du dich einsetzt und änderst dich etwas wohnlich, eine neue Einrichtung zum Beispiel und da setzt du deine Kraft ein
oder kann auch bedeuten, du fühlst dich so kraftlos und so erschöpft, dass du einfach zu Hause bleiben möchtest, die Ruhe bewahren, weil in Ruhe liegt die Kraft. Bei Mars-Energie kann auch bedeuten, dass ein Mann kommt ins Haus oder gibt es Reparaturen und hier wird auch ein Handwerker zum Beispiel kommt ins Haus und macht diese Reparatur. Und Venus befindet sich in den Tierkreiszeichen wieder und das zeigt Thema Sexualität, aber auch die Liebe, Partnerschaft, deine Weiblichkeit und hier kommt Wandlung, Erneuerungsprozesse, aber auch Loslassen von Angst und das Zulassen, dass diese Liebe aufblüht. Liebe Ariala, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.